Wie wollen wir in Zukunft als Menschheit gemeinsam leben? Mit dieser Frage herzlich willkommen zu einer weiteren Videoausgabe von The 100 Monkeys persönlich. Das ist eine Frage, die wir uns im Alltag so kaum stellen. Eine Frage, die uns sofort dazu zwingt, unseren Alltag einmal anzuhalten, das Hamsterrad zu stoppen, auszusteigen und von oben auf die Situation zu schauen. Auf die globale Situation, aber vor allem auch auf unsere eigene individuelle Situation. Ja, wie wollen wir denn in Zukunft gemeinsam miteinander leben? Weiterhin der Ego-Shooter als gesellschaftliches Vorbild, Survival of the Fittest, der das meiste Geld zusammenschachert, gewinnt? Oder gibt es nicht auch ein anderes Konzept, ein Konzept der Mitmenschlichkeit, ein Konzept des Zusammenseins in Frieden, ein Konzept der Empathie? Ist das nicht grundsätzlich möglich? Die gute Nachricht, ja, es ist möglich. Und das unterstützen sogar Wissenschaftler mit neuesten Forschungen. Ein Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts hat gerade herausgefunden, dass Altruismus in unserer Genetik, in unserer Evolution verankert ist. Das heißt, dem anderen zu helfen, ohne dabei eine Erwartung zu haben, das ist in uns programmiert. Wir müssten das nur erhalten. Wir haben das vielleicht noch in den ersten anderthalb Lebensjahren, aber spätestens dann wird uns das über unser gesellschaftliches System abtrainiert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, wie wir in Zukunft als Menschheit zusammenleben wollen, weil was wir machen müssten, wir müssten ein gemeinsames Ziel definieren. Und zwar ein Ziel, das außerhalb von Geld liegt, das außerhalb von Wirtschaft liegt, das außerhalb von Kapitalismus liegt. Es müsste ein menschliches Ziel sein. Und wie erreichen wir so ein menschliches Ziel? Das erreichen wir, davon bin ich überzeugt, über innere Zufriedenheit. Jeder von uns, und das ist das Schöne daran, hat die Gelegenheit, sich auf sich selbst zu konzentrieren, seinen Lebensplan zu erforschen und die innere Zufriedenheit zu finden. Dazu müssen wir uns nicht zu Hunderttausenden irgendwo treffen. Das kann jeder bei sich im stillen Kämmerlein machen. Bei mir war es vor ein paar Jahren, dass ich für mich entdeckt habe, Klavier spielen zu wollen. Und ich bin jetzt nicht der beste Pianist geworden, aber jedes Mal, wenn ich am Klavier sitze, dann ist das für mich eine Art Meditation. Und das ist dann für mich ein Zustand, in dem kann ich verzeihen, in dem kann ich vergeben, in dem löst sich meine Wut sofort auf. Ein Zustand, der einen friedlichen Beitrag leistet und der auch andere Menschen dann ansteckt, sich auf die Suche zu machen. Das ist übrigens auch einer der Gründe für 100 Monkeys. Ich wünsche mir, dass ihr euch auf die Suche macht nach dieser inneren Zufriedenheit. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn euch das gelingt, ist das der größte Beitrag, den ihr derzeit liefern könnt. Innere Ruhe, innere Zufriedenheit und das bringt inneres Glück. Und dann werden wir es auch schaffen, gemeinsam als Menschheit einen Plan zu leben, der dazu führt, dass es gerechter zugeht, dass die Menschen friedlicher, glücklicher auf unserem Planeten leben können. Ich sage euch, das Leben ist es grundsätzlich wirklich wert, sich diese Gedanken zu machen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eure konstruktiven Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei 100 Monkeys persönlich. Macht's gut, gute Nacht. Tschüss.